Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Pokémon Go. Ich bin Chaos Lady. Heute gibt es älteres Gameplay. Kein frisch gebackenes wie die letzten 2 Tage. Das war schon wirklich sehr, sehr, sehr frisches Gameplay und auch hat auch richtig Spaß gemacht. Jetzt kommen wir mal wieder zu den aktuellen Geschehnissen. Und zwar, der Eierpool hat sich wieder geändert. Und so wie es aussieht, hat er sich eigentlich schon seit dem Jubiläumsevent im Juli geändert. Aber die Sith Vote hat es jetzt erst bekannt gegeben, dass es soweit ist. Es wurde Bisasam, Glumanda, Shiggy, Sterndu, Rattan, Goldini, Magnetilo, Vulpix und Yanma entfernt. Ich sag mal so, gegen Bisasam, Glumanda, Shiggy kann man sich gut vorstellen, warum. Es gibt 4er-Raids. Man kann sich jetzt ohne Probleme ein Bisa, Flor, Glurak oder Turtok besorgen. Also ohne Probleme natürlich. Man braucht 3, 4, 5 Leute, je nachdem, gegen wen man kämpft. Bei Bisa, Flor weiß ich es überhaupt nicht. Bei Glurak war es zu viert okay und bei Turtok war es zu viert zu knapp. Da hätte man eine Person mehr gebraucht. Oder wir waren zu fünft, aber wir waren halt nur 4 Level 30er. So, die Sith Vote sagt dazu, sie sind traurig, dass Magnetilo und Yanma entfernt worden sind, weil diese später in der 4. Generation tolle Entwicklungen haben. Jetzt macht euch doch keine Sorgen, die kommen bestimmt wieder rein. Also es geht darum, dass man Magnetilo zu Magneton und dann in der 4. Generation zu Magnesone entwickeln kann. Dadurch wird Magneton definitiv um einiges stärker. Hat einen sehr guten Angriff, nur nicht so tolle Ausdauer und Verteidigung. Und Yanma kriegt eine Weiterentwicklung zu Yanmega in der 4. Generation, was natürlich ganz praktisch ist, weil man die Bonbons aktuell sammelt wie blöd, ohne dass man das unbedingt möchte. Aber man kann sich dann in der 4. Generation freuen, dass man quasi jedes Yanma, was man besitzt, weiterentwickeln kann. Wahrscheinlich besitzt man dann nicht mal genug. Also zumindest ist es in meiner Sache so. Zusätzlich kommt hinzu, dass die Seltenheit neu kategorisiert worden ist. Vorher gab es häufig ungewöhnlich selten, extrem selten und jetzt ist hyperselten dazu gekommen. Das ist sehr, sehr interessant. Dazu zeige ich euch einmal das alte. Schauen wir uns doch mal den Unterschied an. Hier ist das alte häufig und hier das neue häufig. Was hat sich jetzt eigentlich geändert? Klar, Bisasam, Glumanda, Shiggy, Vulpix sind raus. Die kommen gar nicht mehr. Und was hat sich jetzt zwischen diesen beiden Kategorien geändert? Pichu, Togepi, Griffel, Tanzer, schade. Skogla, Schneckmark, Mantax, Girafarig und Rabauz sind aus der häufigen Kategorie raus und tauchen später in anderen Kategorien wieder auf. Was ist neu? Neues häufig ist jetzt Macholo, Phlegmon, Mushas, Nebulak, Traumato, Voltoball, Owei, Tragosso, Rhyhorn, Evoli, Porygon. Darüber freuen sich vielleicht ein paar oder auch nicht, je nachdem, in welchem Ei es ist. Dratini, Weberak und Lampi. Zu den genauen Eiern kommen wir dann später. Jetzt erstmal die nächste Kategorie. Die nächste Kategorie ist ungewöhnlich. In der Kategorie ungewöhnlich hat sich Folgendes getan. Rattan, Pichu, Goldini sind raus und tauchen in anderen Kategorien wieder auf. Sterndu ist ganz raus, aber es sind keine neuen dazugekommen. Die nächste Kategorie ist selten. Und in selten wurde Voltilam rausgenommen aus dem alten und im neuen sind jetzt drin Endivier, Kanimani, Feuerigel, Snubbull, Teddy Ursa, Panzereron und Hund Oster. Kommen wir zur Kategorie sehr selten. Dort heißt Porygon, wohin genau? Girafarig, Dummisel, Panzereron raus. Porygon ist häufig aufgetreten vorhin und Panzereron haben wir schon in selten gesehen. Yanma ist ganz raus und neu dazugekommen ist Tanzer und Skogla. Die beiden waren vorher in häufig.
Als nächstes möchte ich euch die neue Kategorie Hyper selten vorstellen. Ich habe jetzt nur kurz gewartet, bevor die Tabelle weg ist, um euch das Bild zu zeigen. Ja, Wohingenau, Girafarig, Dummisel und Pottrotz sind da jetzt drin. Und schauen wir uns doch lieber mal an, was bedeutet das jetzt für die Eier. Bekommt ihr jetzt ein 2-Kilometer-Ei, dann kommt besonders häufig Nidoran männlich-weiblich, Kleinsteinkingler und Pichu raus. Ungewöhnlich aus dem 2-Kilometer-Ei kommt Mirabla, Dicta, Abra, Macholo, Phlegmon, Nebulak, Owai, Weberak, Pi, Fluffeluff, Tugepi, Griffel und Schneckmark. Zu guter Letzt aus dem 2-Kilometer-Ei sehr selten Remoraid und extrem selten Traunvogel. Bei einem 5-Kilometer-Ei könnt ihr auf einen Quapsel, Punita und Pfannfieh hoffen. Als erstes und danach kommt Fukano, Muschas, Traumato, Voltobal, Tragosso, Rihorn, Evoli, Lampi, Natu, Merrill, Hopp, Spross, Lino, Quiekel, Damirplex, Rabauz, Cossilla, Elekid, Magpie. Und nur selten kommen Jurob, Onyx, Tangela, Sichlor, Pinsir, Indivier, Kanimani, Feuerigel, Snubbull, Teddy Ursa und Tunduster. Extrem selten aus dem 5-Kilometer-Ei kommt Slimer, Schlurp, Smogon, Ammonitas, Kabuto, Tanzer, Skorgler, Baldorfisch und Sneebel. Hyper selten aus dem 5-Kilometer-Ei, wo in genau Girafarig, Dummisel und Pottrott. Ungewöhnlicherweise fängt 10 Kilometer nicht bei häufig, sondern bei ungewöhnlich an. Und dort findet man Dratini, Porygon, Voltilam und Lavita. Im 10-Kilometer-Ei ist selten angesiedelt Chanera, Mogelbaum und Panzereron. Extrem selten in einem 10-Kilometer-Ei findet ihr ein Lapras, Aerodactyl, Relaxo und Miltank. Und ja, ich hatte noch nie einen Miltank in einem 10-Kilometer-Ei. Und ja, Relaxo ist auch mittlerweile ganz schön selten geworden. Also, wer zweimal hintereinander, also zweimal oder ja, überhaupt Lapras und Relaxo aus dem 10-Kilometer-Ei in letzter Zeit bekommen hat, kann sich richtig glücklich schätzen, weil das ist extrem selten. So, das war's vom Eierpool. Dann setz dich mal, dann lauf mal ein bisschen rum. Okay. Egal, ich habe gleich wieder schon seit 3 Monaten im Spiel. Ja, aber er kann spielen im Gegensatz zu dir. Das ist ja das. Das gibt's doch nicht. Ich hab's nicht. Oh Mann. Ich stelle einfach die App nochmal auf. Hilft meistens. Du bist wahrscheinlich eh besser. Hast du Spaß? Nee, ich warte ewig auf eine Attacke. Ich warte ewig. Wenn er mir ständig ins Ohr spricht, kann ich nicht reden. Warte ständig auf eine Attacke? Ich warte ewig auf eine Attacke und versuche dann trotzdem zu werfen und dann fliegt er natürlich immer wieder weg. Also ich habe echt mega Pech gerade. Oder einfach so werfen, dass egal in welche Richtung er sich bewegt, das treffen ist. Ja, irgendwie schaffe ich das nicht. Ja, du musst mal auf die Flügel ziehen. Oder direkt in die Mitte. Hatte ich vorgehabt und dann ist er nach oben geflogen und jetzt habe ich die Attacke verpasst. Geil. Jetzt. Um die 35, gell? Ja, aber ich hatte auch ein Sheriff von mir. Critical Catch, ja! Das gibt's doch nicht, ich hab's nicht. Vielleicht der erste getroffene Ball. Nee, bei meinem Vater heißt Schiller und hier ist Angebot. Du kannst stolz sein, schade. Kein gutes. So, das war Zapdos und ich würde sagen, das war's auch schon für heute. Es ist ein bisschen zu kurz. Das Video darf doch jetzt noch nicht zu Ende sein, aber ich habe aktuell sonst nicht so viel zu berichten. Ich habe 2 Entais bis jetzt noch zu den letzten gemacht. Das heißt, ich habe jetzt mittlerweile 12 gesehen und morgen werdet ihr oder
Bestimmt werdet ihr auch noch sehen, ob ich sie fange oder nicht. Ich hoffe, ich kann meine Quote weiterhin halten, weil das ist richtig, richtig geil, wenn man richtig, richtig viele fängt. Natürlich, irgendwann sollten auch mal wieder andere Raids in den Vordergrund springen, je nachdem. Also gerade bei Spielern, die vielleicht nicht so ein gutes Inventar haben, sollten vielleicht auch noch andere Raids machen, wenn sie schon einen Entei gefangen haben. Aber klar, die meisten wollen Entei und keine Gans. Warum auch? Okay, super. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr konntet da einiges mitnehmen. Und ihr wisst, beim nächsten Mal, wenn ihr ein 10-Kilometer-Ei ausbrütet und es kommt ein Relaxo, dass ihr den Jackpot bekommen habt. Jetzt muss ich aber doch noch warten, bis dieses Taubsi doch endlich mal im Pokéball bleibt. Das wäre doch jetzt blöd, einfach abzuschalten, wenn dieses Taubsi hier sich noch nicht entschieden hat, im Ball zu bleiben. Das kann ich doch dem Chilling nicht antun, also muss ich jetzt dieses Taubsi hier noch drauf lassen und abwarten, was passiert. Bleibt dieses Taubsi noch oder nicht? Letzter Wurf. Und eins. Und raus. Und auf Wiedersehen. Taubsi ist weg und das Video ist zu Ende. Bis zum nächsten Mal.